Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lahn und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines News-Video präsentieren. Heute geht es nicht explizit um WoW, sondern es geht um Blizzard bzw. im Spezielleren ums B-Net. Und dort haben wir eine kleine Änderung. Hier hat der Präsident von Blizzard, Mike Hibra, oder irgendwie so ähnlich spricht man den bestimmt aus, einen kleinen Tweet verpasst. Ich bin jetzt persönlich nicht auf Twitter, aber auf WoWhead haben die das einmal hier gepostet. Und ja, was sagt dieser Tweet von dem Mike? Der sagt einmal, so the Battle.net team surprised me just now. Friend cap is now 400, up from 200 max. Rolling out now to all. I had a friend test it and it worked. Give it a try, might take a bit to roll out to all. Well done at Blizzard, at Battle.net, well done. Heißt, wir haben eine Erhöhung von dem Freunde-Cap. Davor hatten wir ja 200 und jetzt sind wir auf 400 und anscheinend ist das Ganze schon live. Kann aber sein, dass es ein bisschen dauert, bis das Ganze für alle funktioniert. Heißt, wenn ihr jetzt euer Freundes-Cap auf 200 habt, neue Leute adden wollt und es nicht geht, kann es sein, dass es wahrscheinlich noch ein paar Tage dauert, vermute ich mal. Witzig finde ich, dass es ein Freund von ihm getestet hat. Also haben die da nicht intern jemanden, der das testet und dementsprechend sagt, ja, das funktioniert oder nicht. Aber gut, sei es drum. Was ist das jetzt genau? Okay, jetzt gucken wir uns das einmal an. Ich mache jetzt mal hier das Battle.net-Ding auf und ihr seht, wir haben ja hier diese Battle.net-Freunde. Man kann ja mittlerweile Favoriten setzen oder quasi normale Freunde haben. Die Favoriten sind jetzt nicht besser als die normalen Freunde, aber ihr seht, ich habe tatsächlich über längere Zeit die Problematik gehabt, dass ich mal in einem 200er Cap war und es dann halt übelst ätzend war. Man hat mit wem was gemacht, hieß es, hey, willst du mich adden, dann können wir vielleicht dann später nochmal was machen. Und ich war ständig an diesem 200er Cap und hatte auch tatsächlich selbst die Problematik, dass ich immer und immer wieder Leute löschen musste. Vor allem, wenn du dann mal schnell jemanden adden wolltest oder ein paar Leute und dann am Cap warst, war immer ein bisschen nervig. Deswegen habe ich persönlich jetzt immer geguckt, dass ich so bei 175 rum einen Cut mache und dann wieder die alten Leute aussortiere. Ist zwar dann ein bisschen blöd gewesen, Leute waren einen Monat nicht online, dann habe ich sie runtergeschmissen, dann kamen die irgendwann wieder, mit denen habe ich früher jahrelang zusammengespielt und dann hieß es immer, heul, du hast mich gekickt hin und her. Das war dann immer ein bisschen, fühlt sich immer ein bisschen blöd an. Ja, deswegen bin ich persönlich ganz froh, dass sie das erhöhen. Einfach, weil man jetzt mit 400 deutlich größeren Spielraum hat. Ich denke mal, und das habe ich auch in den Kommentaren auf WoWhead gelesen, dass viele Leute sich wundern, warum das Cap überhaupt benötigt wird, dass das hochgeht. Viele meinen, sie haben vielleicht 10, 15 Leute, mit denen sie zusammenspielen und dementsprechend brauchen sie kein größeres Cap. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, ich habe früher immer schon sehr viele Runs organisiert für irgendwelche alten Raids, Dungeons und Sachen. Hab dann hier mit Leuten mal RPG gespielt, war in verschiedenen Gilden und über die Jahre sammeln sich da halt Leute an. Du warst in der Gilde mit 30, 40, 50 Leute, hast da geraidet und mit einigen wirst du halt Kontakt halten. Dann hat sich das leider erledigt gehabt, ist woanders hingegangen auf einem anderen Server und das war im Endeffekt so ein bisschen die einzige Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, dass man sie auf die Battle.net-Liste gepackt hat. Klar, mittlerweile gibt es diese Launches und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, wo man jetzt auch quasi mit den Leuten dann Launch und wie heißt das andere? Ich weiß, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, ihr wisst sicher, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Genau, und ja, das gibt es theoretisch jetzt seit, ich glaube, 1-2 Expansions und da kann man theoretisch auch dann die Leute so ein bisschen drüber einladen. Nutzen aber tatsächlich, zumindest in dem Kreis, wo ich unterwegs bin, nicht sonderlich viele Leute. Deswegen freue ich mich, dass es erhöht wird und klar, als jemand, der jetzt YouTube-Videos macht, Streams, ne, habe ich auch öfter Leute gehabt, die dann gesagt haben, hey, kannst du mich da auf die Liste mitpacken oder man macht im Stream was, sagt, wer will da mitkommen und dann können die Leute einem gleich anschreiben vom Battle.net, das ist natürlich auch angenehm tatsächlich, ne, klar kann man da auch wieder so eine Launch machen, beziehungsweise dieses andere, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber über Battle.net-Freunde finde ich es auf jeden Fall eine schöne Sache. Mich jetzt, also mittlerweile muss ich sagen, brauche ich es nicht mehr ganz so dringend wie vor 1-2 Jahren. Da war ich ständig an dem Cap. Mittlerweile habe ich für mich da ja einen recht guten Weg gefunden, dass ich nicht ständig an dem Cap bin. Aber dennoch, tatsächlich freut es mich, dass jetzt diese Erhöhung kommt. Man hat einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Und für die Leute, die sagen, ich habe meine 5 bis 10 Leute auf dem Battle.net und alles andere brauche ich nicht. Gut, für euch ist das natürlich irrelevant. Aber manche Leute betrifft es tatsächlich und da finde ich es nicht schlecht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Braucht ihr so ein Feature? Habt ihr vielleicht das Problem, dass ihr zu viele Freunde habt? Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.